Die besten Sportler, Trainer und Mannschaften, sie werden kommenden Freitag bei einer großen Gala im Theater am Marientor ausgezeichnet. In den vergangenen Jahren haben wir Ihnen schon einige, in den vergangenen Tagen haben wir Ihnen schon einige Nominierte vorgestellt. Heute geht's weiter. Wir widmen uns der Kategorie Duisburger Sportler des Jahres. Da darf ein 17-jähriges Ausnahmetalent auf den Preis hoffen, der Wakeboarder Max Milde. Ich bin Max Milde. Ich liebe Wakeboarden. Zu Wakeboarden braucht man schon Ausdauer, was die Kraft angeht, und halt auch mentale Stärke, damit man kühl im Kopf bleibt. Körperlich und mental stark. Und das gerade mal mit 17 Jahren. Das Erfolgsrezept von Max Milde hat ihm trotz seiner jungen Jahre schon einige Erfolge gebracht. Bei der Wakeboard-WM im Frühjahr in Buenos Aires beeindruckte Max. In der U19-Klasse belegte er den zweiten, bei den Männern den fünften Platz. Noch besser lief es für ihn bei der Europameisterschaft 2019 in Polen. Seitdem darf er sich sogar Europameister nennen. Und als wäre das noch nicht genug, gab es beim Aufeinandertreffen der 87 besten Wakeboarder Deutschlands gleich die deutsche Meisterschaft bei den Open Men hinterher. Wenn es ums Wakeboarden geht, ist Max mit Herz und Seele dabei. Wakeboarden bedeutet mir persönlich sehr viel. Ich fliege überall hin, nur noch wegen Wakeboarden. Ich verpasse manchmal die Schule für Wakeboarden. Das ist eigentlich mein Leben. Genau diese Einstellung spülte ihn zu Recht in die Liste der Nominierten für Duisburgs Sportler des Jahres 2019. Ja, das waren schon mal sehr coole Bilder, die wir da gesehen haben. Er ist in der Kategorie Bester Sportler des Jahres hier in Duisburg nominiert. Da ist er auch auf dem Sofa. Max Milde, herzlich willkommen. Hallo. Ja, man sieht auf jeden Fall, du hast eine Menge Spaß am Wakeboarden. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Nominierung. Du gehörst zu den Top 3, die ja nächste Woche Freitag gewählt werden. Die Veranstaltung findet ja im Theater am Marientor statt. Für dich schon etwas Besonderes, da möglicherweise auf der Bühne zu stehen und zumindest nominiert zu sein? Also ich bin auch echt sehr erfreut, dass ich halt wirklich auch nominiert bin. Und ich bin auch sehr gespannt, wie es wird. Und ich hoffe natürlich auch das Beste für dort. Hast du denn überhaupt damit gerechnet, nominiert zu sein? Nee, habe ich eigentlich nicht so richtig, weil ich wurde die Jahre davor auch noch nie nominiert und deswegen war das jetzt echt auch sogar eine große Überraschung für mich. Ja, und es gab ja, oder die Zuschauer konnten ja mitwählen. Da war ein Sportler, der ganz, ganz weit vorne stand und alle anderen, die etwas abgeschlagener waren. Deshalb, diesmal ist es wohl ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Bin selber sehr gespannt. Aber, und jetzt wollen wir mal so ein bisschen darüber sprechen, was du in diesem Jahr alles erreicht hast. Du bist 17 Jahre alt, noch als 16-Jähriger hast du gewonnen, oder bist du Vize-Weltmeister U19 geworden im Wakeboarden? Das Ganze in Argentinien. War wahrscheinlich eine coole Sache, oder? Ja, also das war wirklich mit einer der besten Erlebnisse, weil Argentinien ist halt schon echt was ganz anderes, also schon echt ein cooles Land und hat auch mega Spaß gemacht, da zu fahren, weil die Wasserskianlage vor Ort war auch ganz anders als sonst auch, also als sonst, die ich vorgesehen habe. Ja, war schon cool. Und man muss ja auch dazu sagen, die Weltmeisterschaft war zu einer Zeit, wo hier Winter ist und du auch gar nicht wirklich trainieren konntest. Sei denn, du wärst in andere Gefilde dieser Welt gefahren und hättest dort trainiert. Aber als Schüler ist das natürlich ohne weiteres nicht möglich. Dann bist du dieses Jahr Europameister und Afrikameister, so ist es richtig, der Männer geworden. Ja. Nicht also U19, sondern tatsächlich der Männer. Auch eine super Sache. Das Ganze hat hier in Deutschland, glaube ich, stattgefunden. Nee, das war in Polen. In Polen, auch fast, fast. War ich aber nah dran. Ja. Hast du denn damit gerechnet, tatsächlich bei den Männern ganz weit oben auf dem Treppchen zu stehen? Also damit habe ich wirklich gar nicht gerechnet erst. Aber so im Laufe des Wettkampfes habe ich es mir immer mehr erhofft. Und als es dann wirklich so war, konnte ich es gar nicht glauben. Und ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt echt am glücklichsten in meiner ganzen Sportkarriere. Also wieso, das war echt krass. Hast du damit gerechnet? Man hat auch immer so ein Gespür dafür. Ist gut gelaufen, ist nicht gut gelaufen? Also ich habe das Podium erhofft.
Aber dass ich dann wirklich gewinne, damit habe ich echt nicht gerechnet. Also das war wirklich echt ein großes Erlebnis. Heißt, im Finallauf hast du nochmal so richtig einen rausgehauen, einen in die Waagschale geschmissen? Ja, also der Finallauf ist laut manchen Leuten so mit einer der besten Läufe gewesen, die halt jemals beim Wakeboarden geschehen sind. Wow, nicht schlecht. So, dann bist du in diesem Jahr auch deutscher Meister der Herren geworden. In Hamm, näher Köln, wo war's? Ich weiß gerade gar nicht. Also es ist in der Nähe von Duisburg auf jeden Fall, aber ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie das da heißt. Also das ist die Blaue Lagune heißt es. Ja. Aber genau der Stadtteil weiß ich jetzt nicht, wie das da heißt. Okay, und da hast du mit gerechnet, dass du deutscher Meister der Männer wirst? Oder wie groß ist die Konkurrenz hier in Deutschland? In Deutschland ist die Konkurrenz auch sehr groß und das ist halt einer, der war nicht mit bei der Europameisterschaft, der auch wirklich sehr, sehr gut ist. Und da war das schon so, okay, es kann auch sein, dass er gewinnt oder ich, deswegen ich hatte auch schon ein bisschen Druck. Also du musstest schon dich anstrengen und eine tiptop Fahrt hinlegen. Ja. Das Ganze hat dazu geführt, also Vize-Weltmeister U19, Europameister der Herren, deutscher Meister der Herren, dass du auch noch Weltranglisten-Erster der Herren bist. Ja, das ist halt auch noch so ein Premium, weil ich habe ja auch noch andere Wettkämpfe gewonnen, halt was jetzt zu keinem Titel geführt hat, was einfach nur so Wettkämpfe waren. Und dieses Jahr habe ich halt echt viel abgeräumt und deswegen bin ich halt jetzt auch Erster der Weltrangliste geworden. Also großer Respekt. Du hast auch den entsprechenden Spitznamen, Triple M, Mad Max Milde. Ja. Ja. Zu Recht, kann man nur sagen. Jetzt nominiert als Sportler des Jahres hier in Duisburg, also zumindest schon mal unter den Top 3. Aber wie kriegt man das alles unter einen Hut? Ich habe schon eben gesagt, du bist Schüler, du gehst also zur Schule, jettest aber trotzdem um die Welt. Ich weiß selber, der Tag hat nur 24 Stunden. Ja, also wenn halt Klausuren anstehen, versuche ich das halt so zu regeln, dass ich halt zum Beispiel erst lerne, dann Wakeboard fahre oder erst Wakeboard fahre und dann lerne. Also ich versuche das halt immer so ein bisschen so anzupassen auf meinen Alltag. Ansonsten mach mal die Hausaufgaben mal auf dem Wakeboard während der Fahrt oder? Ja. Nee, eigentlich nicht. Also ich kriege sogar relativ wenig Hausaufgaben auf, aber es ist gut zu... Nee, bei uns in der Stufe, aber es ist gut zu machen auf jeden Fall. Also ich habe keine Probleme. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Jetzt lass uns mal so ein bisschen in die Kristallkugel blicken. Mit Sicherheit kommt das nächste Jahr eigentlich viel mehr, kann man gar nicht erreichen. Möglicherweise dann Weltmeister als solches werden. Was hast du vor nächstes Jahr? Also nächstes Jahr ist die Weltmeisterschaft in Thailand, also Bangkok. Und ich hoffe natürlich, dass ich da vielleicht mal, dass ich dann da gewinne. Aber mal gucken, wie es läuft, was ich für einen Tag habe. Wann, zu welchem Zeitpunkt ist sie, in welchem Monat? Die ist im September. Also das heißt, du könntest hier ganz normal mit der Saison in unseren Breiten trainieren und wärst dann fit für Bangkok. Ja. Aber ich bin da zu dem Zeitpunkt ja auch schon fertig mit der Schule und habe hoffentlich mein Abitur, je nachdem wie es läuft. Also ich bin guter Dinge. Und dann werde ich, denke ich mal, schon sogar ein bisschen früher da sein, um dort zu trainieren, weil ich ja dann frei habe. Ja, wir sind sehr gespannt. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Du hast dieses Jahr auch irgendwas ganz, ganz Verrücktes gemacht und das hier in Duisburg. Vielleicht hat der ein oder andere das dann auch miterlebt. Du bist im Duisburger Innenhafen gezogen worden von einem der größten Drachenboote der Welt. Für dich mal eine ganz andere, neue Erfahrung? Ja, das war echt was ganz Neues. Sowas habe ich noch nie gemacht. Und vor dir glaube ich auch noch. Ich glaube, kann sein. Und das war halt echt mega cool im Innenhafen, dann da hinter dem Drachenboot zu fahren und das ganze Publikum dann an der Seite zu haben. Das war schon ein cooles Erlebnis. Was war das Schwierige an diesem Event? Dass die Geschwindigkeit passend war? Ja, das war echt relativ schwer, weil ein Drachenboot kommt ja jetzt nicht auf so eine Geschwindigkeit, wie eine Wasserskianlage es tut. Und deswegen... Ja, aber sie haben es ja geschafft, deswegen ist ja alles gut gegangen. Aber wir hatten ja hier in Duisburg den Vize-Weltmeister eben und auch den Europameister, da funktioniert das Ganze. Ja. Ja, Max, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass du am Freitag vielleicht sogar auf dem Podium stehst und auf der Bühne stehst und Sportler des Jahres wirst. Das Ganze, darüber werden wir berichten nächste Woche. Toi, 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 dir alles Gute und danke, dass du heute hier bei uns in der Sendung warst. Dankeschön.